Küstenhöhle. Pierce begegnete den Leviathan endlich in Fleisch und Blut, die monströse Kreatur, unterzog ihn einer Reihe von Prüfungen und beschloss daraufhin, dass der Detektiv bereit sei, sich seinem Schicksal zu stellen. Pierce sprengte die Walfangstation und verliert nach einer letzten Konfrontation mit dem Leviathan das Bewusstsein. Ja, der will bestimmt nur spielen, na klar. Aber interessant, dass wir wieder eine Pistole hatten. Meine war doch leer. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man die Stimme nicht mehr hört. Sieht so aus, als ob die auf uns warten hier, hä? Die sind doch nicht sauer, weil wir ihre Kumpels umgebracht haben. Mal lass mich raten, wir sind wieder an der Stelle, wo wir schon mal waren. Oh, dieses Gehumpel. Is somebody there? Hey. Who are you? Is sie. Where am I? No, I don't have time to go back. I must go to Sarah. Okay. Ich hab's versucht. The miraculous catch was a trap. Leviathan wanted to be found. Steht da drauf? Auch der Ansalon steht da drauf, ne? It will soon be time, Edward Pierce. You are dead. None of this is real. I saw you dead, as I see you now. Am I crazy too? You survived.
Don't you understand? You couldn't die. You will stay alive until you fulfilled your destiny. No. Look at me. Look at me, Pierce. Dare tell me that you still don't believe it. This is madness. I'm here to guide you. You mean, like the voice? Don't you feel him? But it can't be. He's gone. You're mistaken. He's still inside of us. See, she can hear him as well as you do. She's one of us. It's not just your life that is at stake. Many men and women have sacrificed themselves for this moment. Colden! You will not deprive them of their hope of a better life. I saw what Leviathan did to Fuller. We will all die like him. His life was written well before it started. It was not predetermined that he lived to see the call. But you? Yes. It is your destiny. Ach komm. The investigation. I understand now. Like you, I was called here by a higher power. Yes. All your choices had the sole purpose of preparing you for the final decision. I must make a choice. Not just make a choice. The right choice. Not yet, but soon. We have one more thing to accomplish. What is it? I must take you to Sarah Hawkins, our Oracle. Wer ist die Wahrheit? Sarah, I feel her calling me. Let us not wait any longer. Not yet. You have one last thing to accomplish. Noch eine Sache, also zwei. Do you understand what it is? She has already fulfilled her mission. Worry about your own. No. No. No one can fight their fate. Neither them, nor you. Don't resist, Edward. They're already dead. There's nothing you can do. Just give in. What happened to me? Sarah. I must go to Sarah. She is the Oracle. She will know what to do. Okay. It always comes back to the Scylla. It was where it all began. Okay, wir müssen weiter tiefer. Oh, ich dachte hier draußen. Gleich sind wir draußen. Ah, das Boot müssen wir jetzt noch ein bisschen fit machen. Mist. Na,
Nach einer letzten Konfrontation begibt sich Pierce zur Alabasterspitze, wo Sarah Hawkins auf ihn warten sollte. Dort muss er eine Entscheidung fällen, die das Schicksal der Welt verändern könnte. Immer die ganzen Kerzen aufstellt. Ja, da muss ja immer nur einer hier durchlaufen als Wache mit einem Rucksack voller Kerzen und die erstmal anzünden und austauschen. Reality as you know it stops here. None of this makes sense. Go. She is waiting. Ändert sich die Szene, je nachdem, was wir für einen Gesundheitszustand haben? Oh. Mr. Pierce. I was expecting you. Fuller. You died in front of my eyes. Don't jump to conclusions. Is there not the tiniest spark of a scientific mind inside of that detective skull of yours? What abject substance did you use to turn her into an empty shell? Abject substance. The serum extracted from Leviathan's oil bestows the power of life. To me, my body is nothing but the mortal vessel of my conscience. To you, it contains more answers and secrets than your insignificant mind can grasp. Okay, das macht dir keinen Sinn. Das ist nicht wirklich, wirklich. That is not you. Not anymore. Not since your disappearance on the docks. Ah, detective. So easy to fool you. So eager to rush to the rescue of a woman in distress. You won't make me regret having tried to save people. I did what I could. Even for Colden. Your efforts to change your destiny, although in vain, make you worthy of the fate that is yours. The day has come. You will be asked to choose. Forsook your right to a normal life the moment you chose power over humanity. No one wants to see such an unbearable sight. You don't have the slightest idea of what you speak, of what I've been through. I have sacrificed my life to the one who sleeps. My marriage, my family, my own flesh. Why didn't Sarah choose me? Why is it your damn face on her painting? Okay. Tja, warum? Vor allem die Narben, ja? But you already know it. I can see that you will make the right choice. I don't know. I don't know. Your fear of
the unknown and your stupid pride cloud your judgment. Quit lying to yourself and embrace your destiny. It's not cowering that brought you those medals. None of this is real. Trust your guts. If nothing's real, what are you? I am a projection of your mind. What remains of that instinct that pulled you out of the trenches. Don't listen to them. They're too dangerous for your tired mind. Also eigentlich möchte ich hier bloß noch aufwachen. Wow. Was ist das für eine Schwubbellange da hinten? Okay. Da ist ein riesengroßer Wirbel. I'm almost there. Der Typ ist auch da. Here you are at last, Truth Seeker. She was waiting for you. You were waiting for me. Yes. When I finally discovered the truth, I knew you would come. All this time I was fighting it, afraid of what I might discover. But I was afraid of myself. It's coming. What did you learn? Listen to me, Edward Pierce, as I will deliver the truth. Okkultismusmeister. I have seen things. Strange and horrifying, but always true. Will you trust my words? Yes. One man. One man only, prepared by the trials and revelations, holds the power to change the world. Because I saw you in the dreams I share with my God. I recognize you for what you are, a truth seeker. One of the rare humans who is able to perceive fragments of his mind. Yes, yes! I feel the truth in your words. Because it was written. Or, as I like to see it, painted on the canvas of fate. Pierce, help me! Opfern wir die Welt, wenn wir die Möglichkeit haben, oder? Lassen wir das und machen den ganzen hier ein Chaos. Das ist der Dolch gegen den... den Nuschler hier. Den Schmidtchen-Schleicher.
Genau, Schlofer. Ich weiß es nicht. Das ist der einzige Normale hier. Bauchgefühl. Passiert genauso wie in der Vision. Ups. Nee, oder? As you asked us to, Doctor. Good, thank you. Wir sind nie aus dem Laden rausgekommen. Das Schicksal besiegen. Das war das Schicksal? Ach komm. Geht es noch? Bitte lass es doch gehen. Wir gucken mal, was bei der anderen Szene passiert, okay? Bin mal gespannt, wo er gespeichert hat das letzte Mal. Komm, klick, klick, rüber. Mit Sicherheit gibt es hier unterschiedliche Enden, aber wir haben mit der Spielweise hier wirklich nur zwei scheinbar. Ritual durchführen und Ritual nicht durchführen. Wir führen jetzt das Ritual durch. Weil nicht durchführen ist keine Option. Wir sitzen in der Irrenanstalt. Und dann noch unter dem Typen. Und lädt aber lange. Oder muss ich jetzt die ganze Sequenz nochmal neu machen? Nein, okay. Jetzt lassen wir mal die Welt brennen hier, ja? Die Szene mit der Irrenanstalt hattest du nicht, okay? Cool. Okay, ich mach mal überspringen. So, ich könnte jetzt das hier nochmal machen oder das verrückt, ne? Das wird vielleicht auch noch irgendwas anderes aus. Look around you. Everything is falling apart. You must stop this madness. I can't make that choice. This will be your decision. One man,
One man only, prepared by the trials and revelations, holds the power to change the world. Because I saw you in the dreams I share with my God, I recognize you for what you are, a truth seeker, one of the rare humans who is able to perceive fragments of his mind. Yes, yes! I feel the truth in your words. Because it was written, or, as I like to see it, painted on the canvas of fate. Pierce, help me! Ich mach mal Sprung hier, ne? Okay, und dann werden wir das Ritual durchführen. Macht uns nackig. Und dabei wirkt er so freundlich, der Typ, ja? Ganz am Anfang. Und dabei ist er derjenige, der immer Bescheid wusste. Narbe mehr, ne? Ist er frei? Nun ist er frei. So, dann gucken wir mal. Was passiert jetzt? Ah.
Tja, bei beiden den Auftrag nicht erledigt. Gibt es eine Lösung, wo man den Auftrag dann erledigt und alles wird gut? Hin, wieder zurück? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, okay. Die zwei sind wahrscheinlich dann noch richtig gut, ne? Naja, gucken wir mal. Wahrscheinlich noch mit Alkohol und Co., ne? Und alles, was an Okkulten zu finden ist, dass man sich da richtig einarbeitet. Wahrscheinlich dann noch diese hübsche Sprache da sprechen. Das war dann Call of Cthulhu. Eine sehr interessante Reise. Ich würde mal fast sagen, die fast ausschließlich dichten wir das um. Ich denke mal, dass die fast ausschließlich im Kopf umhergewandert ist. Weil, oder aber ist es wirklich so? Ja, warum sind sie unsterblich? Es ist ja nur ein Hirngespinst scheinbar, ne? Ich glaube, wir haben nie, als wir den Fuß auf diese Insel gesetzt haben, haben wir nie das Irrenhaus verlassen. Vielleicht hätten wir rumsaufen müssen, damit wir einen klaren Kopf behalten oder so. Ich weiß es nicht. Es ist jedenfalls eine sehr interessante Reise und Erfahrung. Und so wie der Sisoris schon schrieb, eigentlich gab es nur eine einzelne Stelle, vielleicht zwei Stellen, wo es ein bisschen actionlastig war. Das war einmal eben halt den Schlurfer, ne, wo wir ihn ins Bild wieder verbannt haben. Und das andere war die Verbannung des Schlurfers. Ansonsten war alles relativ human. Naja, wir haben ja die Welt gerettet, indem wir uns gegen das Ritual entschieden haben. Ne? Die Welt ist gerettet, es läuft eine Semi oder so weiter. Wahrscheinlich suchen sie wieder ein neues Opfer, was das alles hier bewerkstelligt, weil sie leben ja scheinbar weiter. Der Protagonist geht in eine Klapse. Ne? Also ich denke mal, so kann man das ja auch zusammenfassen. Und da muss doch den Leuten, wenn das alles wirklich, wirklich wäre, sich der Magen umdrehen, wie da die Ortschaften aussehen, ne? Wo sie arbeiten oder wo sie leben. Also ich könnte da persönlich nicht leben. Schönes Spiel. Sehr linear. Die Entscheidungen sind manchmal ziemlich schwierig nachzuvollziehen gewesen. Gut, das mit der Wahl hinten oder der Nichtwahl, das war mehr oder weniger klar. Also ich habe ja gesagt, nein, mach das nicht. Er macht es trotzdem, weil ja der Leviathan ja gesagt hat, ne, du kannst dich nicht wehren, wirst es trotzdem tun. War ein schönes Streamabend. Ne? Es hat Spaß gemacht. Und mal gucken, was wir da anstelle dessen hier wieder laufen lassen. Also es gibt ja noch The Dark Corners zum Beispiel, ne? Call of Cthulhu. Und noch ein paar andere Spielchen, ein bisschen älter. Es gibt auch ein paar Point-and-Click-Adventures, zum Beispiel Prisoners of Ice. Off oder in Ice? Eins von beiden. Ich glaube in Ice. Und da gab es noch ein anderes. Komme jetzt gar nicht auf den Namen. Alles jedenfalls um die 90er Jahre herum. Gut, das soll es auch gewesen sein. Es ist schon 2 Uhr nachts, ne? Und es ist Montag. Dark Corners of the Earth. Muss ich mal gucken, was alles da ist oder nicht da ist. Nichtsdestotrotz, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann morgen Abend wieder, sofern alles wieder will. Ne? Also Technik läuft ja hier soweit wieder alles weitestgehend 99,9% wiederhergestellt. Aus dem Kopf und manuell und überhaupt. Und wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Würde mich freuen. Schlaft gut, träumt was Schönes und gesund bleiben, ne? Und bis dahin, euer Firefox.